Hallöchen zusammen, ich bin der Bruger und ihr seht hier mal wieder kurze Horrorspiele. Wir fangen an mit Underground Shift. Ich komme mal ganz kurz in die Optionen. Graphics High, mehr gibt's nicht. Super, da geht's los. Ja, ich habe wieder ein paar Spielchen rausgesucht. Mal sehen, wie viel das werden. Bin gespannt. Als ein Angestellter gehst du in dein Büro in der Nachtschicht. Gut. Kurz und knackig, so mag ich das bei Horrorspielen. So, das war so Indie-Quatsch, ohne dass ich jetzt irgendwie 10.000 Texte lesen muss, bevor ich verstehe, dass es eigentlich wieder darum geht, dass man vor einem Killer abhauen muss oder für irgendein Monster. Okay. Gibt sogar einen kleinen Außenbereich. Oh Gott, dieses Headbobbing. Und automatisch das Licht, ist auch schön. Ja. Okay. Aber was ist hier so underground an der Schicht? Achso, der Aufzug, ja. Aber sieht alles sehr polished aus, finde ich. Sehr schick. 6 Stockwerke, aber kein Keller. Ja gut, es gibt eine Parkgarage. Na, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende an der Stelle. Okay. Okay. Ich wollte schon sagen, ich krieg genau das direkt am Aufzug quasi geradeaus. Aber nein. Locked. Ist das mein Büro? Bei dem Meeting gab's einen Stromausfall. Manche Angestellten haben vorgeschlagen, dass man vielleicht eine Taschenlampe als temporäre Lösung nimmt. Ja, trotz allem ist das nur ein temporäres Problem und schon bald sollte das Problem mit der Elektrik gelöst sein. Ja, aber eine Taschenlampe finde ich generell eine gute Sache. Wir können keine größeren Büros anmieten. Die Dinge laufen seit kürzerer Zeit nicht sehr gut und wir haben Probleme mit dem Budget. Okay. Was? Was? Der Boss will nicht, dass wir da reingehen. Ist das sein Büro? Was? UFO Immersion? Ja gut, hier ist aber nichts drin, von daher... Aha. Waschräume, die Küche. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Muss ich jetzt arbeiten oder was? Aha. Was ist jetzt mein Computer? Der ohne Stuhl wahrscheinlich. Da muss ich mich jetzt ranstellen. Ein Schlüssel. Und für was? Auch gut, hier gibt es keinen Spiegel, ne? Aha. Work hard until you die and then start over. Arbeite hart, bis du stirbst und dann fang von vorne an. Ist das mein Büro? Okay, das sieht ja null. Die Arbeit, die liegen geblieben ist wegen des Stromausfalls, muss am Dienstag vollendet werden. Ich habe nichts von was gehört. Er sagte, er wird eine Weile nicht zurückkommen, aber er sollte wahrscheinlich, oder solltest es wahrscheinlich trotzdem fertig machen. Viel Glück. Bei mir ist der Wasserspender. Ich bin nicht durstig. Da kommen doch die ganze Zeit Leute rein, wenn ich hier am Arbeiten bin. Das ist ja auch ein bisschen lästig, oder? Ich glaube, ich mache mal die Tür zu, oder? Ach, kann ich nicht mehr. Cooler Bildschirm schon, oder cooler Desktop-Hintergrund. Oh nein. Aha, ich muss den Schalter unten finden. Oh, ich habe ein Handy dabei. Oh, guck mal, man kann sogar die Kamera sehen. Das ist ja geil. Aber du kannst doch auch die Taschenlampe vom Handy anmachen ohne Kamera. Find the basement key. Okay.
Als wäre das so neblig, das Licht. Guck mal, es nebelt mehr, als dass es wirklich leuchtet. Weißt du, früher bei meinem alten Handy, da habe ich für sowas eine App gebraucht. Und mittlerweile ist es zum Glück ja integriert ins Handy. Die hätte sogar Geld gekostet, diese dumme App. Die hat dann jedes Mal Werbung gespielt, weil ich das Licht vom Handy anmachen wollte. Voll gut, ne? Aha. Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Ich sehe keinen Schlüssel. Oh. Der Computer ist an. Wie ist das möglich? Remember. Was bedeutet das? Ist das ein Schloss? Mit Paint? Hat das jemand mit Paint gemalt? Erstaunlich. Ist auch voll der Gamer. Okay, das sind voll die Gamer-Rechner alles, oder was? Ja, gut. Aber hier ist auch kein Schlüssel. Ah, warte mal, hier liegt das Bild. Was zur Hölle? Das war beim Boss im Zimmer. Das ist ein Geheimgang. Okay, das ist... What the hell? Das ist ein krasser Plot-Twist. Ich hoffe, du hast meine erste Notiz gefunden, Alex. Bitte bleib ruhig. Und, misch dich nicht in die Forschung ein. Die Situation ist komplex und gefährlich. Irgendwas ist hier falsch. Das Gebäude ist nicht so unschuldig, wie es scheint. Und ich glaube, ich habe den Verstand verloren. Ich versuche die Dinge irgendwie klarzustellen und ich werde eine Weile lang nicht da sein. Was? Da liegt einfach mal eine Leiche. Okay. Ist das der Kellerschlüssel? Ich muss den Strom anstellen und die Polizei rufen. Oh! Nein. Okay, ich dachte, der hat mich hier eingesperrt. Okay, jetzt aber schnell hier raus. Oh. Alter. Warum sollte jemand einen Geheimraum in seinem Büro haben? Wer installiert denn sowas? Vor allem da noch eine Leiche. Komm. Okay. Es ist aber nicht gerade hell, ne? Warnung, Generatorraum. Nur autorisiertes Personal. Toll. Kann man gar nicht lesen. Die Tür geht nicht auf. Alter, habt ihr das gesehen? Da war was... im Handy, aber ich hab's gar nicht in Wirklichkeit gesehen. Ich hab's nur im Handy gesehen. Oh mein Gott, muss ich jetzt aufs Handy achten? Geht's so? Geh doch zu. Nein. Holy shit. Get out. Jetzt habe ich den Strom angemacht, es ist wieder dunkel. Bitte nicht. Saving? Warum speichert's jetzt? Na toll. Wo ist das? Das sieht aus wie ein Labor.
Boah, guck mal, im Handy sieht es total wässrig aus, das Glas, als wäre es festes Wasser oder so. Finde Mr. Lucas, die Resultate der Experimente im Sektor A sind sehr aufregend. Ich kann Ihnen helfen zu bestimmen, wo die Subjekte herstammen. Wir könnten sonst vielleicht keine Möglichkeit haben, festzustellen, wo sie herkommen. Hä? Wir können mit Sicherheit sagen, dass ein Fremder in das Apartment... Was? In dem Apartment in das Labor letzte Nacht eingedrungen ist. Unglücklicherweise ist er einer der Kreaturen zum Opfer gefunden, die durch das Portal gekommen sind. Wir sind nicht sicher, wie er in das Labor gelangt ist. Wir müssen diese traurige Nachricht... geheim halten für... Ja, im Sinne des Experiments oder der Experimente. Low Clearance. Alter, ich guck immer aufs Handy. Okay, crack the password. Warum müssen die Experimente mit dem Portal geheim gehalten werden? Sollte das Passwort nicht jedem bekannt sein, sodass man es erreichen kann im Falle eines Notfalls? Irgendwas muss deswegen getan werden. Es gibt eine Fehlfunktion im Tor. Die Verbindung mit den anderen Dimensionen kann nicht geschlossen werden. Die einströmenden Kreaturen sind zu gefährlich. Wir können sie nicht länger abhalten. Ich habe das Tor verriegelt und habe die Karte in Sektor B versteckt. Viele Kreaturen wurden nach Sektor A gebracht zur Experimente oder zum Experimentieren. Das ist doch nicht dein Ernst. Shit escalated quickly. Okay, dann haben die nicht mal richtige Arme, sondern irgendwelche Speere. Aber ich finde es total geil, dass man das Handy noch sieht. Also das Bild. Okay. Wow, wow, wow. Was hat der für grünen Schleim im Gesicht? Ja, und jetzt? Muss ich einen PIN eingeben? Warum ist es auf einmal so rangezoomt? Das war wohl falsch. Eine Zahl. 2. Raum 1. 2. 9. Okay, ist gar nicht so schwer. 2, 9. Raum 4. Wo ist die Zahl? Keine Zahl. Ach, 3. 2, 9. 4, 3. Okay, ich hab's. Okay. Ist das ein Portal oder was? Sieht komisch aus.
Ist der Hebel halt voll schmodderig. Okay, das war wohl der Hebel zum Explodieren. Exit. Bin schon dabei. Habe ich es überlebt? The door is closed. You are safe now. Die Tür ist geschlossen. Du bist jetzt sicher. Du bist erfolgreich. Du hast das Portal geschlossen und die Polizei hat dich gerettet. Unglücklicherweise ist dein Boss im Labor gestorben und die Firma wurde reich mit den Kompensationen. Was? Danke fürs Spielen. Was? Boah, das Bild war schon mal richtig eklig. Wieder ein Spiel von Vidas. Ein kleines Spiel. Insomnis Experiment. Bin gespannt. Die sind immer ein bisschen besonders Vidas-Spiele. Inspiriert vom russischen Schlafexperiment Creepypasta. Russische Forscher 1940 haben 5 Menschen 15 Tage wach gehalten, indem sie ein experimentelles Gas benutzt haben. Ach, das kenne ich. Ja, ja, das ist echt creepy. Richtig gruselig. Ja, lustigerweise heißt das Schlafexperiment, aber die Leute durften halt nicht schlafen. Die wollten anscheinend damit übernatürliche Fähigkeiten wecken, aber am Ende sind die Leute einfach nur verrückt geworden. Und haben, glaube ich, angefangen, sich selbst zu verstümmeln oder so Sachen. Also ganz, ganz schlimm. Könnte man nachlesen. Ist echt krass. Ich bin eine Katze. Vielleicht halten sie sich ja für eine Katze nach 15 Tagen ohne Schlaf. Ja, aber es ist halt auch bewiesen, dass das Hirn einfach so eine Ruhephase braucht. Sonst, ja, stirbst du halt irgendwann, ne? Aha. Was ist das denn jetzt? Doktor! We kept them for 15 days, breathing that gas. Awake. Aha. Er sagte halt immer 15 Tage mit dem Gas haben sie wach gehalten. Ach, jetzt ist die Tür auf. Ein Zufall. After 5 days without sleep, the paranoia started to kick in. Nach 5 Tagen. The subjects stopped talking to each other. They whispered to us. Nach 5 Tagen setzte die Paranoia ein und die Probanden redeten nicht mehr miteinander, aber sie flüsterten zu uns. Ah, es ist sehr unangenehm. Die Stimmung hier. Ah, ich will ja nicht sein, ne? Das ist so typisch bei Vidas-Spielen. Du willst einfach nicht an solchen Orten sein, wo seine Games eben stattfinden. Willst du nicht? Was für ein Kasten. After 9 days, one test subject started screaming until his vocal cords broke. Then another one did the same. And then the screaming stopped. Alter. Ja. Also nach 9 Tagen fing einer der Probanden an zu schreien, solange bis seine Stimmbänder rissen. Und das tat dann ein zweiter, aber danach war Stille und dann auch das Flüstern hörte auf. Ah, ich fühle mich so richtig unangenehm. Das ist eins der guten Spiele, wahrscheinlich diesmal mal sehen. Wir werden sehen, was noch kommt. Wie gesagt, was denkt man sich dabei, dass man einfach Leute wach hält? Ich meine, ich wünschte, ich müsste auch nicht schlafen, ganz ehrlich. Da geht so viel Zeit verloren, die man produktiv sein kann oder sich entspannen kann oder sonst irgendwas Schönes macht. Schlafen ist total unnötig.
Wenn du überlegst, wir schlafen ja ungefähr ein Drittel unseres Lebens. Ach, keine Ahnung. Viertel bis Drittel, je nachdem. Wir sind ja keine Katzen, aber die schlafen ja noch mehr. Aber Katzen haben halt auch ein geiles Leben, muss man mal sagen, ne? Ah. Halt die Augen offen und irgendwelches Gebrabbel. Muss die nochmal lesen, die Creepypasta. Also, wer weiß, ob es auf wahren Tatsachen beruht oder nur ausgedacht ist, ne? Subjects weren't making any sounds either, but we knew they were inside, according to how much oxygen was being consumed. Also nach 3 weiteren Tagen konnten wir nicht mal in die Räume sehen, aber wir wussten, dass die Probanden noch drin waren, die Testsubjekte, weil sie verbrauchten halt immer noch Sauerstoff, aber man hörte kein Geräusch mehr. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss, wenn man so lange schreit, bis die Stimmbänder reißen. Uah. Ah, creepy. Nicht da lang oder erstmal hier gucken an der Kurbel? Schon eine große Kurbel. Ich kann mal nichts machen. Na dann. Oh, ich fühle mich so unwohl. Ich will nicht mehr, ne? Ich will nicht mehr weitergehen. Will nicht wissen, was noch passiert ist danach. Diese gruselige Stimme, das hier dokumentiert hat. Aber da geht's weiter. Oh, jetzt Ende. Schwester oder Pflegekraft. Wir wollen nicht länger befreit werden. Oh, das Gas. Ja, sie sagte, die Leute sollten sich drin auf den Boden legen, weil sie die Mikrofone austauschen wollten. Und dann hörten sie das Flüstern eben. Wir wollen nicht befreit werden. Nicht mehr. Boah, es ist creepy. Alter! Also die hatten sich die Organe selber entfernt, aßen ihr Fleisch. Die waren keine Menschen mehr und ich sah ihn an und seine Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln. Boah, es ist eklig. Da ist einer. Ich muss wach bleiben. Alter, ist das schlimm? Oh nee, oder? Ist nicht dein Ernst. Warum sind wir doch mal hier? Also, gibt es da einen Grund für? Hm.
Wo sind wir jetzt gelandet? Aha. Ja, wir sind das, was in dir schlummert, was du nicht rauslässt. Schneid weiter. Ah! What the hell? Ja, das nächste Spiel ist Bodycam. Zumindest glaube ich, dass es so heißt. Einfach Bodycam. Starten wir mal. Irr. Was ist denn hier los? Paper? Och nein, das ist so ein Slender-Ding. 26. Januar? Das ist ja heute. Hallo. Okay. Bodycam. Passt ja irgendwie. Das ist wieder so ein Quatsch, wo ich Ausdauer hab. Das liebe ich, ja. Oh. Okay, ich komme doch außen rum. Ja, es ist wohl wieder so ein Slender-Klon. Wer hätte gedacht, dass es solche Spiele noch gibt? Ich jetzt nicht so. Noch ein Zettel. Vorne ist was. Lagerfeuer. Aber ich gehe erstmal in den Seitenpfad. Da ist noch was. Aber eine geile Bodycam. Ich wusste nicht, dass VHS-Kassetten auch eine Bodycam haben. Okay. Noch eine. Alter. Ja, sehr schön. Habt ihr sehr schön gemacht hier. Leute aufgehängt. Also alles noch sehr ruhig. Aber ich... Das ist eine Keule. Alter. Alter. Noch eins. Oh, ich kann nicht hören. Ihr Ekelhaften. Oh, da ist noch eine. Sechs Seiten. Schaffen wir alle. Wenn ich doch alle schaffen soll, gibt einen Daumen nach oben. Ah, diese billigen Tricks. Aber könnt ihr wirklich machen, wenn ihr wollt. Wird mich freuen und wird mir natürlich helfen mit dem Algorithmus. Weil man da mit muss. Oh nein, hier ist Ende. Scheiße, hier ist Ende. Was mache ich denn jetzt? Ja, querfeldein ist natürlich eine gute Idee, deswegen mache ich das. Nee. Hier geht's weiter. Hier ist ein Weg. Also irgendwas ist da auf jeden Fall eben auf mich zugelaufen. Habt ihr auch gesehen, ne? Ja, warte, da geht's nur zurück. Komme ich hier in den Wäldern ein bisschen weiter? Okay, hier ist echt Ende. Also komplett. Nee. Doch. Felsen. Scheiße! Oh, ich hasse es. Man sieht halt nichts. Und es fehlen noch drei Seiten.
Oh, sehr gut. 2. Boah, ich weiß halt nicht, wo ich bin. Ich lieb's. Da ist eine Seite. Ah! Was war das eben? War das nur das Licht oder ist da irgendwas gewesen? Hallo? Ah, okay, ich musste springen. Ich kann springen. Interessant. Das ist auch ganz grün. Ah, komm, noch eine Seite. Dann sind wir fertig. Jupp, tut mir leid, ich finde die Seite nicht. Hab auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Bock, weil es passiert nichts. Ich habe gemerkt, das ist einfach nur so ein kleines Spiel voller zufälliger Trigger. Es kommt halt immer wieder mal irgendwas, was so macht und das war's. Also es verfolgt mich jetzt aktiv eigentlich gar nichts. Das war aber nur Einbildung oder Sounds. Na gut, komm, scheiß drauf. Und da kommen wir auch schon zum letzten Spiel leider. Mausoleum. Ja, ich habe jetzt nicht mehr für euch. Ja, gemacht von Puko. Und hier sitzt eine richtig geil animierte Krähe oben auf dem Grab. Okay, wir starten rein. Die Farben sehen auch sehr interessant aus, finde ich. Oh, wie das flimmert. Weil es so geil aufgelöst ist. Aber ich mag den Stil total. Hat er das alles selbst eingespielt? Sehr cool. Alter. Wie ist der Carlos? Junger Assistent. Es ist gut, dass du hier bist in den dunklen Zeiten. Für die Lebenden. Wie du schon weißt, wird unsere Community, also unsere Gemeinde von den Mächten der Unterwelt infiltriert. Das Auge des Bösen wacht. Ach, das war doch ein Auge. Wacht über uns vom Himmel aus. Tausende sind verschwunden und oder sind dahingeschieden und tausende mehr werden noch durch die falschen Versprechen des Kultes verschwinden. Unsere Mission ist es, die Leute in das geheiligte Licht zu führen und sie zu beschützen. Was können wir tun? Wir? Oh nein, ich bin nur ein alter Mann. Es gibt nichts, was ich tun kann. Deswegen habe ich dich gefragt, ob du schnell herkommen kannst. Es gibt eine Aufgabe, die du sofort erledigen musst in deiner jungen Blüte. Der Kirchenfriedhof wird heimgesucht von Symbolen der Unheil oder der, was sagt man, Pagan, von den heidnischen Symbolen heimgesucht her, die von den Kultmitgliedern aufgehängt wurden. Diese Anhänger erhöhen die Stärke der Dunkelheit und bringen es sie näher an unser Heiligtum. Diese Kirche ist die letzte Bastion der Menschheit in unserer Stadt. Wir müssen das Fortschreiten des Teufels um jeden Preis verhindern. Du musst 9 Symbole zerstören und zurückkommen. Alles klar. Danke Gott, dass du hier bist. Lass uns gehen. Oder geh los und verschwinde keine Zeit. Die Symbole sind überall. Schau dich überall am Friedhof um. Ah, und noch etwas. Wenn du jemanden Seltsames da draußen siehst, sieh ihn nicht an oder sprich nicht mit ihm. Der Kult wird versuchen, deinen Glauben zu brechen. Sie werden vielleicht sogar Illusionen in deinen jungen und wunderschönen Verstand projizieren. Widerstehe. Alles klar. So, da ist 1. Ach, das ist gar nicht hier. Okay, der Graveyard ist hier überall. Wieder so ein Slender-Ding. Oha. Hallo. Ich soll sie nicht angucken, aber ich mach's trotzdem. Blöp. Cemetery.
Sieht so gut aus, das Spiel. Fantastisch. Ist denn hier hinter auch was versteckt? Nee. Aber offensichtlich habe ich genug Ausdauer. Ich kann die ganze Zeit hier rumrennen, das ist schön. Blalep. Hier. Ist noch einer. Beobachten mich. Schweine. Okay, sehr gut. Da ist da bestimmt irgendwo in dem Sarg ein Symbol drin. Ein Schlüssel. Okay. 6 Stück. Es geht aber recht schnell. Der hat eine Hundemaske auf. Hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin eine normale Person und lauf einfach so über den Friedhof. Ganz normal. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du bitte etwas von deinem Blut in den Kelch in der Kirche lassen? Das wäre sehr nett. Warum sollte ich das tun? Gute Frage. Siehst du, meine Gruppe und ich versuchen, die Welt zu ändern. Und dafür müssen wir die Kirche komplett umgestalten. Was meinst du? Wirst du uns helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Sehe ich etwa dumm aus? Nein, nein, nein. Du siehst aus wie eine gute Person, die versucht, ihren Glauben zu bewahren nach allem, was mit der Stadt geschehen ist. Aber du siehst auch aus wie jemand, der die Dinge besser machen will. Jemand, der es müde ist, ständig in Angst und Elend zu leben. Du kannst das schaffen, indem du dein Leben zum Positiven veränderst und die der Leben um dich herum. Du musst nur dein Blut in den Kelch und dann kannst du anfangen, dich zu erfreuen. Nee, keine Chance. Du kannst mich nicht überreden. Wenn du bereit bist, über das Offensichtliche hinauszusehen, dann wirst du die Wahrheit erkennen, die in den Schatten liegt. Unser spiritueller Führer ist nicht der, der du denkst, der er ist. Seine wahren Motivationen sind dunkel und geheimnisvoll. Unter der Kirche der Lügen liegt ein schreckliches Geheimnis, das vielleicht die Perspektive von dir ändern könnte. Sie manipuliert dich, genau wie die anderen, um die Privilegien zu wahren. Er lässt die anderen glauben, dass wir Dämonen sind, aber wirklich sind wir einfach nur die Revolution. Menschen wie dieser Priester der Kirche haben, was? Ja, haben Wind gesät und werden jetzt Sturm ernten. Ich werde dich nicht nochmal fragen. Hilf mir, die Kirche zu kommen und du wirst belohnt werden in der neuen Welt. Niemals! Dämonen wie du werden durch den Willen Gottes zerschmettert. Ja, deine Entscheidung wird dich verdammen. Na, du kannst nur das Unmögliche, oder du kannst nur das, kannst das nur hinauszögern, das Unausweichliche. Okay, ist mir doch egal. Hey. 7. So, was war ich jetzt mit dem Schlüssel? Böser Hund. Ich mich einfach mal verführen will. Dass ich mein Blut in den Kelch lasse. Alter, da stehen sie schon. Da ist nochmal so ein Hundekopf. Hallo. Grrr. Hast du mich gerade angeknurrt? Dafür war der Schlüssel. Okay. Also wenn es mehrere Endings gibt, werde ich das andere auch noch zeigen. Ich finde das gerade sehr lustig hier. Macht schon Spaß. Auf eine komische Art und Weise. Was ist denn hier los? Ist das eine Kamera? Alter. Eine Videokamera, das ist aber seltsam. Instrumente zum Foltern, warum sind die hier? Foltert der Priester etwa, Leute? Kann nicht geöffnet werden, scheint, dass dieser Raum sich unter der Kirche befindet.
Der Priester hat ein dunkles Geheimnis. Er hat einen geheimen Folterkeller. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ach, alles cool. Ich bin ein Diener Gottes. Ich mach mal weiter. Aber wo ist jetzt das Letzte? Eins fehlt noch, aber ich weiß nicht wo. Hi. Ich schaue mich einfach nur an. Da drin ist es. Ich hab alle. Hab ich gut gemacht, ne? Herr Priester. Als Dank foltert er mich jetzt bestimmt zu Tode. Hi. Ah, es ist fest verschlossen. Nee, das mache ich nicht. Hast du deine Aufgabe erledigt, junger Mann? Hast du alles im Bullet zerstört? Ending Resistire. Ja, habe ich. Gut gemacht, junger Mann. Du hast eine große... Ja, eine große Herausforderung vor dir, aber wir haben den Kampf begonnen. Du hast dich als gläubiger Krieger Gottes bewiesen. Die Sonne scheint hell für dich. Was? Oh. Du hast die Flamme, die Flagge deines Glaubens in dem Geweh, was? Wie eine Kerze im Sturm. Du suchst das Licht durch die Schritte in der Dunkelheit. Du bist ein Krieger Gottes oder ein blinder Fanatiker. Du hast dich dem Wandel verschlossen oder widerstanden. Ja. Hab ich wohl. Aber ist das was Gutes oder was Schlechtes? Da oben im Himmel ist halt wirklich ein großes Auge. So, jetzt rede ich mal mit dem Hundemann. Hallo. Was machst du hier? Ich bin eine normale Person. Alles klar. Ich gebe mein Blut in den Kelch. Das war einfacher als gedacht. Danke. Ach nee, das Blut, nicht mein Blut. Ich muss einfach das Blut in den Kelch. Okay. Kann ich machen. Mal sehen, was da mit dem Priester rauskommt. Oh, wir gucken trotz allem nochmal in die Särge. Hast du jetzt noch was Neues? Das Blut gehört in den Kelch. Okay, mach ich doch gerne. Kein Problem. Ich mach das trotzdem noch kaputt. So, eins fehlt noch, aber das mache ich nicht, das letzte. So, was hast du noch Schönes? Blut gehört in den Kelch. Gerne. Gerne, gerne. Aber ich bin gespannt. Weil der Priester, er sieht auch nicht geheuer aus. Er sieht aus wie ein Zombie, so grün wie der ist. So. Da will der Typ, dass ich das Blut reinschütte. Who let the dog in? Das Ending. Okay. Du hast ihn reingelassen, du hast ihn reingelassen, du hast ihn reingelassen, du hast ihn reingelassen. Okay. You let it in, du hast es reingelassen. Alles klar. Okay, das waren die Endings. Und dieses Mal auch leider was, das mit den kurzen Horrorspielen. Hab halt nicht mehr. Ich muss immer ein paar raussuchen, mir aus den Fingern saugen, was ich noch nehmen kann. Ihr könnt mir auch welche vorschlagen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zum nächsten Samstag mit den kurzen Horrorspielen. Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und ja, was Nettes schreiben, wie gesagt, auch das. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Viel Spaß beim Gruseln weiterhin. Ich bin der Bruger und tschüss. Und natürlich kommen noch die Kanalmitglieder, auch da könnt ihr mich gerne supporten oder auf Steady, wenn ihr möchtet. Jetzt aber tschüss und viel Spaß mit den Namen.
Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bex King 1990, Bietchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H., Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B., Haruki Playing, J.S., Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpup, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.